In meinem letzten Erklärbär-Video zum Wahlprogramm der Linken möchte ich euch über mein Fachgebiet die Digitalisierung erzählen. Die Linke betrachtet Digitalisierung mit der Brille der Gemeinwohlorientierung. Diese Gemeinwohlorientierung, die fängt bei uns schon mit dem Zugang zum Netz an. Für uns ist das Teil der Daseinsvorsorge. Der Markt hat schließlich völlig versagt, denn der Markt kann Daseinsvorsorge einfach nicht. Deswegen haben wir immer noch nur 14% Haushalte ans Glasfasernetz angeschlossen. Und 10% unserer Fläche sind entweder ein Funkloch oder ein sogenannter grauer Fleck, wo man nur einen einzigen Provider hat. Und wenn man beim falschen Provider ist, ist man halt trotzdem im Funkloch. Wir wollen das ändern. Die Linke will 10 Milliarden Euro pro Jahr in die Hand nehmen und die Netze in öffentlicher Hand organisieren. Als Teil der Daseinsvorsorge. Wir wollen aber auch ein inländisches Roaming, dass man überall da, wo wenigstens ein Provider Netz hat, auch mit anderen Verträgen dieses Netz nutzen kann. So wie beim Urlaub in Holland. Aber ein Zugang muss nicht nur technisch da sein, er muss auch bezahlbar sein. Deshalb fordert die Linke die Einführung eines Sozialtarifs für Internet. Und das Recht auf schnelles Internet, das wollen wir gesetzlich verankern. In einer Gigabit-Gesellschaft muss jeder teilhaben können, auch in Gigabit-Geschwindigkeit, bis 2030 spätestens. Digitalisierung von links hat Offenheit als Grundprinzip. Das heißt auch, dass alles, was mit öffentlichen Mitteln finanziert worden ist, auch ein öffentliches Allgemeingut werden muss. Software bezahlt von öffentlicher Hand muss Open Source sein. Daten gesammelt vom Staat müssen Open Data sein. Und wir wollen offene Standards und offene Schnittstellen. Wir haben ein Problem mit Monopolen. Monopolen, die ihre Macht missbrauchen. Deshalb will die Linke über ein Plattformstrukturgesetz NutzerInnen besser schützen und Monopole entweder zerschlagen oder so regulieren, dass sie keinen Schaden mehr anrichten können. Arbeitnehmerrechte in Plattformunternehmen wollen wir besser schützen. Und digitale Unternehmen sollen endlich ordentlich Steuern zahlen. Nicht kommerzielle, gemeinwohlorientierte Plattformen, die wollen wir gezielt fördern. Wir wollen auch Datenschutz und Datensicherheit ab Werk, also eingebaut in die Produkte, über eine IT-Produkthaftpflicht. Die gibt es tatsächlich noch im Moment nicht. Wir wollen auch eine Mindest-Update-Pflicht für Geräte, damit auch ein 5 Jahre altes Handy noch sicher ist. Und Sicherheitslücken, die darf ein Staat niemals geheim halten, auch nicht für irgendwelche Überwachungssoftware. Wir wollen keine Staatstrojaner, wir wollen aber auch keine Vorratsdatenspeicherung. Und Massenkameraüberwachung im öffentlichen Raum wollen wir erst recht nicht. Wir wollen den gläsernen Staat, nicht die gläsernen Bürger. Digitalisierung soll auch ausschließlich friedlichen Zwecken dienen. Deswegen will die Linke eine Ächtung von autonomen Waffensystemen, so schnell wie möglich. Digitalisierung hat auch sehr viel mit Klima zu tun. Auch dazu gibt es viel in unserem Wahlprogramm zu finden. Das habe ich euch schon ein bisschen ausführlicher im Erklärbär-Video zum Thema Klima erklärt. Gemeinwohlorientierte Digitalisierung, ein Recht auf schnelles Internet, Verbraucherschutzstandards, keine Überwachung, mehr Sicherheit, mehr Privatsphäre und Klimaschutz. Das ist, was die Linke meint, wenn sie sagt, wir machen das Land gerecht. Deshalb 2 Stimmen für die Linke.